Es wurden jetzt sehr, sehr viele Maßnahmen beschlossen, die auch sehr zeitintensiv klingen. Da stellt sich natürlich dann schon die Frage, wieso wurde an der Personalie Spuler festgehalten? Die Personalie Spuler ist ja vor etwas mehr als einem Jahr, glaube ich, also letztes Jahr erstmal verlängert worden, weil wir seine hohe künstlerische Qualität sehen, weil wir seine hohe Kreativität sehen, weil er die Sparten auch manchmal gegen den Widerstand eher konservativerer Kreise versucht, in eine Zukunft zu führen. Gerade in der Oper haben wir überall zurückgehende Besucherinnen und Besucherzahlen. Egal, ob man jetzt versucht, sich der Moderne anzupassen oder nicht. Aus unserer Sicht ist es wichtig, hier auch stärker auf moderne Elemente zu setzen. Wir haben in ihm einen herausragenden auch Fachmann für Neubauvorhaben in dem Bereich, vor allem für die Planung von Neubauvorhaben, weil Theater ist was unglaublich Komplexes. Und die damalige, also vor einem Jahr, gab es für uns keine Hinweise darauf, dass sich die Führungsproblematik in einer Weise verschärft hätte, dass das jetzt gegen die Verlängerung gesprochen hätte. Können Sie vielleicht gerade mal die Maßnahmen aufzählen oder in Kürze zusammenfassen, was da jetzt beschlossen wurde? Ja, wir haben ja so eine Melange aus Vorwürfen gegen ihn als Person, Vorwürfen gegen die Struktur insgesamt und verschiedene andere Punkte. Zum Thema, was bieten wir Menschen an, die sich sexuellen Übergriffen ausgesetzt fühlen, wobei das ausdrücklich mit der Person Spuler nichts zu tun hat, sondern mit einer anderen Thematik, halten wir es für sinnvoll, diesen Vertrauensanwalt, den das Land schon für seine Hochschulen installiert hat, auch für die Kultur- und Kunsteinrichtungen anzubieten. Manchmal fällt es schwer, gerade über solche Erfahrungen auch im eigenen Haus zu reden, selbst wenn es dort eine Beschwerdestelle geben mag. Dann wollen wir einen deutlich intensiveren Kontakt mit dem Personalrat aufbauen, mit jährlichen Gesprächen, auch mit der Verwaltungsratsspitze. In Zukunft sollen zwei Personen aus dem Personalrat am Verwaltungsratssitzungen teilnehmen dürfen. Und ich will auch noch niedrigschwelliger einen regelmäßigen Austausch und Kontakt hier schaffen, damit solche Entwicklungen im Theater einfach schneller auch bis an unsere Ohren dringen. Dann wollen wir die Mediationsergebnisse weiterführen, zum Beispiel nachdem man jetzt durch den Eigenbetrieb und die Stärkung des kaufmännischen Direktors und die auch Abgrenzung des kaufmännischen Direktors mit eigenständigen Verantwortungsbereichen steht jetzt als nächste Stufe an, dass man mit den Spartenleitungen genau dieselbe Abgrenzung auch nochmal durchführt. Was darf der Generalintendant dem Spartenleiter in sein Geschäft reinreden und was nicht? Und wo ist die künstlerische Freiheit des Spartenleiters, auch eigenständig Entscheidungen treffen zu können? Das ist ein großer Wunsch der Spartenleitungen schon länger. Diese Diskussionen laufen auch schon viel länger als diese aktuelle Diskussion in der Öffentlichkeit. Und das muss ein wesentliches Element sein, wie wir jetzt in die Zukunft gehen. Dazu sind die Spartenleitungen auch bereit. Und das ist auch nochmal ein ganz gewichtiger Punkt. Ich glaube, das waren die wichtigen. Und die muss regelmäßig wiederholt werden, damit Sie sehen, ob es besser wird oder schlechter wird. Einmalig können Sie relativ wenig aus so einer Umfrage abholen.